Von meinem Urlaubsquartier ging es einmal von Nordost nach Südwest, quer durch Slowenien zur Dreifaltigkeitskirche von Rastolje, einem kunst- und kulturhistorischen Kleinod irgendwo im Nirgendwo in Sloweniens Istrien, ca. 15 Kilometer südlich von Triest. Über das weite Tal, in dem der Ort liegt, spannt sich die Brücke der slowenischen Autobahn A1. Das Dorf ist vermutlich 1000 Jahre oder sogar älter. Neben dem slowenischen Namen Rastolje sind auch der italienische Name Cristolji und der österreichische Name Kresteirach überliefert. Ziel meiner Fahrt war die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit von Rastolje auf einer Anhöhe unweit des Dorfes. Die romanische Kirche, auf Slowenisch Cerko Svete Trojice, wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Als es im 16. Jahrhundert immer mehr Einfälle von Osmanen und Uskoken, einem militärischen Verband verschiedener Volksgruppen, nach Istrien gab, errichtete man 1581 eine hohe Wehrmauer mit zwei Türmen. Die Dorfbewohner konnten bei Gefahr in die Kirchenburg flüchten und sich verteidigen. Neben der baulichen Besonderheit dieser Kirche als Kirchenburg verbirgt sich der wahre Schatz im Innern. Das Kirchenschiff ist mit Fresken des kroatischen Malers Ivan Iskastva ausgemalt. Diese Fresken wurden im 18. Jahrhundert übermalt und erst 1949 unter mehreren Anstrichschichten wiederentdeckt und freigelegt. Der im deutschen Sprachraum Johannes von Kastwa genannte Künstler malte die Kirche mit Motiven aus der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments und dem Leben Jesu aus. Besonders durch das Totentanzfresko wurde die Kirche bekannt. Es handelt sich um den ältesten Freskenzyklus Sloweniens. Skelette führen Menschen allen Alters und aller Stände zum Tod. Kind, Bettler, Jüngling, Kaufmann, Arzt, Mönch, Bischof, Kardinal, Königin, König und den Papst. Die Idylle des Tals wird leider durch die am östlichen Rand des Tals verlaufende Eisenbahnstrecke gestört.
Von der Schawinka-Skulptur geht der Blick nochmals zur Dreifaltigkeitskirche und zum Dorf.